bin die Laura, ich bin 26 Jahre alt, arbeite hier bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Berlin. Ich plane Durchsuchungen, ich leite mitunter Durchsuchungen, ich laufe nur bei Durchsuchungen mit. Ich wollte in Deutschland flexibel sein, also nicht an ein bestimmtes Bundesland gebunden. Deswegen kam eigentlich nur eine Bundesbehörde in Frage und der Zoll ist so vielfältig, da dachte ich, da finde ich auf jeden Fall meine Nische, wo ich reinpasse. Bevor man überhaupt eine Waffe bekommt, muss man nochmal wie so eine kleine Ausbildung absolvieren. Die ging bei mir 2 Monate lang. Man macht verschiedene Sporteinheiten. Da geht es zum Großteil um die waffenlose Selbstverteidigung. Auch immer wieder Handlungs- und Verhaltenstrainings. Da werden dann Szenarien durchgespielt und wie man am besten darauf reagiert, wird durchgesprochen. Herzlich willkommen zur Einsatzbesprechung hier. Wir machen heute eine Prüfung nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz. Heute ist die Prüfung vorgesehen auf einem Bauvorhaben. Hauptaugenmerk sind heute, wie gesagt, Arbeiten im Bereich der Fassaden. Das heißt, da gilt der Mindestlohn, Bau, auf den müsst ihr dann besonders achten. Bei dem Bauvorhaben hat die Aufklärung festgestellt, dass zu dem Bauvorhaben 5 Zugangspunkte vorhanden sind. Dementsprechend haben wir hier 5 Einsatzabschnitte gebildet. Bei der Lagebesprechung werden die Kräfte darauf vorbereitet, auf die Maßnahme. Sie werden darüber informiert, wie die Rechtslage ist. Sie werden darüber informiert, wie die aktuelle Lage auf dem Objekt ist. Und sie werden darüber in Kenntnis gesetzt, in welchen Bereichen sie eingesetzt werden. Also wir sind jetzt im Auto auf dem Weg zum Bauvorhaben. Besonders wichtig ist es bei solchen Einsätzen, dass man als Team gut funktioniert. Und dann kann man auch sagen, dass so der erste Moment mitunter auch entscheidend ist für den generellen Ablauf. Ich habe jetzt ein paar Fragen an Sie bezüglich Ihres Arbeitsverhältnisses. Haben Sie Ihre Ausweispapiere dabei? Ja. Wo sind die denn? Im Auto. Im Auto. Dann müssten wir jetzt einmal gleich zum Auto gehen. Ich stelle Ihnen erstmal ein paar andere Fragen. Können Sie mir sagen, wer Ihr Arbeitgeber ist? Für mich persönlich ist es die richtige Entscheidung gewesen, sich beim Zoll zu bewerben. Ich bin super glücklich hier und ich würde es jedem, der auf der Suche nach Vielfältigkeit im Jobbereich ist, raten, sich auch bei uns zu bewerben.